Hallo zum neuesten AWT-Tutorial. Heute geht es etwas weniger um die Programmierung und etwas mehr um die grafischen Unterstützungsmöglichkeiten der Steuerung. Genau geht es heute darum, wie Sie die Möglichkeit haben, eine STL-Datei als Rohteil für Ihre Programmierung einzulesen. Das macht besonders dann Sinn, wenn Sie zum Beispiel Gussteile bearbeiten oder die zweite Seite eines Bauteils. Wie Sie die Möglichkeit haben, eine STL-Datei direkt aus der Steuerung rauszubekommen und diese dann als Rohteil einzulesen, zeige ich Ihnen am besten wie immer direkt an der Konsole. Um eine STL-Datei als Rohteilvorlage für Ihre Simulation nutzen zu können, benötigen Sie selbstverständlich zunächst eine passende Datei. Hierfür können Sie entweder eine beliebige bereits vorhandene STL-Datei, die Sie vielleicht vom Kunden bekommen haben oder selbst aus einem CAD-System ausgegeben haben, nutzen, oder Sie speichern Ihre Rohteilsimulation der ersten Spannung Ihres Programms. Wenn Sie dies wünschen, wechseln wir zunächst auf den Grafikbildschirm der Steuerung. Aktuell sehen Sie die grafische Simulation meines bereits programmierten Programms eingeblendet. Wenn wir dieses Bauteil nun als STL-Datei speichern möchten, wechseln wir zunächst über den Softkey Einstellungen in die Grafikeinstellungen und haben dort die Funktion Aktuelle Simulation speichern. In unserer Dateiverwaltung haben wir anschließend die Möglichkeit, unseren Speicherort auszuwählen, einen bestimmten Programmnamen einzugeben und den Typ STL-Datei auszuwählen. Wenn wir nun den Softkey F1 Speichern betätigen, wird die STL-Datei unserer Grafik exportiert. Nachdem nun die Simulation als STL-Datei erfolgreich ausgegeben wurde, können Sie ein neues Programm erstellen. Wir wechseln dazu über den Softkey F8 in den Programmmanager und wählen F1 Neues Programm, F1 Dialogprogramm aus. Für dieses Bauteil möchten wir nun eine STL-Datei als Rohteil einlesen. Dafür wechseln Sie zunächst wieder in den Eingangsbildschirm, können dann über den Softkey F1 Werkstück einrichten, den Softkey F7 weiter und den Softkey F1 Rohteilgeometrie in die entsprechende Oberfläche wechseln. Unsere Rohteilgeometrie soll nun eine STL-Datei sein, die wir entsprechend auswählen können. Hat die STL-Datei den identischen Namen wie das Programm, können wir dies über den Parameter Verwende Programm nutzen, aktivieren diesen auf Ja und anschließend wird in diesem Programm immer die entsprechende STL-Datei mit dem Programmnamen verwendet. Habe ich die STL-Datei nicht unter dem entsprechenden Namen abgespeichert oder möchte eine andere STL-Datei nutzen, setzen wir diesen Parameter auf Nein und können über Softkey F1 STL-Datei auswählen, eine beliebige STL-Datei einlesen. Über die verschiedenen Referenzpunkte besteht die Möglichkeit, den Nullpunkt an der STL-Datei zu verschieben. Nun können wir in die grafische Simulation wechseln und sehen, unsere im Vorfeld erstellte STL-Datei bildet nun unsere Rohteilsimulation. Dies ist immer sinnvoll zu nutzen, wenn Sie zum Beispiel ein bestimmtes Gussteil als Rohteil bereits vorgegeben haben und dies nachbearbeiten. Wenn Sie nun zum Beispiel die Nut an diesem Bauteil weiter bearbeiten, sehen Sie die exakten Rohteilgeometrien und können erkennen, ob eventuell Restmaterial stehen bleibt. Wie Sie am Beispiel unseres V8 Motorblocks sehen können, ist es nicht nur möglich, einfache Bauteile in diese STL-Simulation einzulesen, sondern auch komplexe Konturen, bei denen es wirklich sinnvoll ist, zu sehen, ob das Bauteil korrekt bearbeitet wird.
Das war unser heutiges AWT-Tutorial. Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Feature grafisch noch besser unterstützen können. Wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema oder irgendeinem anderen haben, können Sie diese gerne jederzeit auf unserer Internetseite www.hurco.de unter dem Punkt Support direkt an die Anwendungstechnik stellen. Oder Sie schicken uns einfach eine E-Mail an awt@hurco.de. Das war's für heute und ich verbleibe damit mit freundlichen Grüßen aus der AWT.